aktuelles Forschungsprojekt, mit dem ich mich derzeit beschäftige, dreht sich um Geschlechterstereotypen in der Lehre und verschiedenen Fragestellungen, die damit einhergehen. Zunächst einmal, was vermitteln wir eigentlich in der Gründungslehre für ein Bild, für wen dieser Karriereweg, ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Startup zu gründen, relevant ist? Damit einhergehend auch die Fragestellung, was nutzen wir eigentlich für Fallbeispiele, was vermitteln wir für ein Bild, indem wir bestimmte Gäste einladen, bestimmte visuelle Sprachen in Folien etc. benutzen und was hat das für einen Einfluss auf die Studierenden und WissenschaftlerInnen, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen und auf dieser Basis entscheiden, ob das vielleicht auch ein Weg ist, den sie weitergehen wollen oder vielleicht auch nicht. Und der dritte Block in diesem Bereich beschäftigt sich mit konkreten Maßnahmen, was wir tun können, um das Bild des Unternehmers, was gerade im deutschen Raum noch sehr männlich dominiert ist, androgyner zu gestalten und dieses Themengebiet einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen.